Max und Moritz ist eine 1865 Kindergeschichte von Wilhelm Busch. Max und Moritz ist auch verrückt. Ich meine nicht ein kleines bisschen seltsam, nein, ich meine total unbestreitbar, was zum Teufel, wahnsinnig. So es beginnt mit zwei Jungen, die Max und Moritz hießen. Ja, hießen, nicht heißen, hießen, so wie sie nicht mehr mit uns sind. Das soll der erste Hinweis. Es gibt sieben Streichen. Erster Streich! Wir kennenlernen die Witwe Bolte. Nicht die Frau Bolte, die Witwe Bolte. Ihr Leben ist schon etwas schwer. Und ihre Hühner. So dann Max und Moritz machen sowas mit Brot und Fäden. Dann die dumme, dumme Hühner essen das Brot und können sich nicht trennen. Also natürlich gehen sie ganz und finden sich in einen Baum und sind bald tot. So die arme Witwe Bolte findet die Hühner tot und ist sehr traurig, weil sie keine Eier mehr hat und bringt die drinnen. Zweiter Streich! So die Witwe Bolte kocht die Hühner. Es gibt nichts mehr, das man mit toten Hühnern machen kann, außer vielleicht Puppen, aber das ist etwas unhygienisch. Auf jeden Fall, die Hühner stehen in der Pfanne und Max und Moritz stehen auf das Dach mit einer Angelrute. Sie fischen vier Hähnchen und gelingen und rennen weg mit alle vier Hühner. Nicht eins, nicht zwei, nicht drei, alle vier. Und die Witwe Bolte findet die Hühner nicht, aber sie sieht ihren Hund und sie klopft den Hund aus und Max und Moritz kommen ungeschoren davon. Dritter Streich. Max und Moritz schneiden eine Brücke und brechen den Rücken eines Manns. Vierter Streich. Max und Moritz stellen Pulver in die Pfeife ihres Lehrers und explodieren seines Gesicht. Fünfter Streich. Riesig, großer Käfer im Bett. Sechster Streich. Die Bäckerei. Sie schleichen sich herein und fallen in Brei. Und der Bäcker backt Max und Moritz. Im Ofen und alles. Und die Jungen essen ihre Wege zur Freiheit. Diese Dämonenkinder können nicht sterben. Siebter Streich. Und hier geht alles los. Max und Moritz spielen mit dem falschen Mann übel. Sie schneiden Löcher in die Säcke des Bauer Meckes. Die Getreide fehlt. Und der Bauer Meckes sieht die Jungen und ist geärgert. So geärgert, dass nicht gerade sehen kann. Und ist fertig mit ihren Spielereien. Wirft die im Sack und geht sofort nach der Mühle. Und der Müller sieht die Kinder im Sack. Doch malt sie mit gar keiner Verzögerungsstelle. Und anstatt furchtbares, blutiges Feinzeug, sie werden Brösel. Tja, sie waren schrecklich, aber sie waren doch Kinder. Und am Ende der Geschichte essen die Enten die Kinderbrösel. Max und Moritz soll eine Kindergeschichte mehr wie Kindheit Trauma.